Zu einem neuen Video von mir und ja, es ist ein neues Video. Es tut mir leid, dass so lange kein Video mehr kam. Ich war im Urlaub und eigentlich wäre die Roomtour, die heute kommt, schon früher gekommen, aber ich hatte eine falsche Kameraeinstellung beim Film, also muss ich das Ganze jetzt nochmal filmen. Ja, wie bereits gesagt, heute gibt es die Roomtour und ich stehe gerade vor meinem Zimmer, das ist direkt hinter mir und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich lebe im Keller und das ist der erste Blick, den man hat, wenn man in mein Zimmer kommt. Ich habe jetzt mal die Tür geschlossen und hier direkt hinter der Tür sind einmal ganz schön viele Fotos von meinen Freunden. Die habe ich da alle aufgehangen, also das Herz habe ich gemacht und das sind Blumen sein, die hat mein Hostkit gemacht. Auf der anderen Seite neben der Tür ist einmal so eine Kommode oder Vitrine, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind da unten alles komplett meine Schuhe. Und hier oben drauf liegt dann so ein bisschen Schmuck, also ja, Armbänder und Caps und eine Schleife und Sonnenbrillen. Und das ist von meiner Gastfamilie, die haben mir das da hingelegt. Das sind so Broschüren über Seattle und die habe ich schon aussortiert, weil manche waren halt einfach nicht interessant. Und das sind halt die, die ich vielleicht nochmal gebrauchen könnte, ich weiß es noch nicht. Über meiner Vitrine ist die Wand, die mein Hostkit gestaltet, beziehungsweise ja, da hänge ich einfach die ganzen Fotos von ihr ran, beziehungsweise sie hängt sie daran. Und ja, das ist einmal das Welcome Sign, was ich bekommen habe, als ich angekommen bin. Und das, der Rest hat sie einfach gemacht. Also es hängt nicht alles dran, es ist noch viel mehr, aber ich wollte nicht, dass es so extrem voll aussieht. Direkt daneben steht einmal meine Softbox, die ich jetzt gerade nicht benutze, normalerweise ja für Videos. Und mein Wäschesack, keine Ahnung, wie man das nennt. Und daneben sind einfach nur Tüten, die ich zum Einkaufen benutze, wenn ich einkaufen fahre für meine Gastfamilie. Also die sind eigentlich im Auto, aber jetzt stehen sie gerade in meinem Zimmer. Dann geht es weiter mit meinem Schreibtisch und ja, darunter ist ganz viel Müll. Ja, ich habe einmal nur einen normalen Drehstuhl und einen Holzschreibtisch im dunklen Holz. Und das sind die Blumen, die mir meine Gastfamilie geschenkt hat, als ich hier angekommen bin. Und ja, die sind etwas verblüht. Daneben stehen da einfach nur so Deos und keine Ahnung, Krimskrams. Das habe ich noch nicht irgendwo zugeordnet. Und ja, hier liegt dann einmal ein Fotoalbum, was mir meine Freunde gemacht haben. Also das habe ich kopiert, weil es war einfach viel zu schwer mitzunehmen. Und das ist ein Brief, den mir meine Oma geschrieben hat und den habe ich da jetzt auch liegen. Dann geht es hier einfach weiter. Stifte, Bücher, Desinfektionsmittel von meinen Vorgänger-Au-pairs, meine Kopfhörer und die Laptop-Hülle. Und hier ist ein Vertrag von meinem Fitnessclub, den ich noch abschließen muss. Über meinem Schreibtisch hat man dann einmal einen Spiegel, also das ist so ein runder Spiegel, der passt auch farblich dann zu den Möbeln in meinem Zimmer. Also ich habe dunkle Möbel in meinem Zimmer. Rechts und links von meinem Schreibtisch sind jeweils Schubladen und ich zeige euch einmal, was da drin ist. Also in der ersten hier ist einfach nur so Elektronikkrams, dann habe ich hier einfach nur wichtige Dokumente und Schnürsenkel drin. Und das ist so ein bisschen so die deutsche Schublade und amerikanische Süßigkeiten und halt die Broschüren, die ich aussortiert habe. Auf der anderen Seite ist hier einmal meine Vorratsschublade. Da habe ich einfach alles drin, was ich auf Vorrat aus Deutschland mitgenommen habe, geschickt bekommen habe oder von meinen Vorgänger-Au-pairs habe. Und hier unten ist eigentlich nichts Besonderes drin, Föhn und Krimskrams. Neben meinem Schreibtisch ist dann einmal so ein Sessel, also ich sitze da eigentlich nie drauf. Da steht eigentlich immer noch irgendwas drauf oder liegt irgendwas drauf, so wie Klamotten oder meine Tasche jetzt gerade in dem Fall. Und da steht die andere Softbox und dann habe ich hier einen Ganzkörperspiegel und also ich liebe diesen Ganzkörperspiegel in meinem Zimmer. Das ist die Kette, die ich aus den Orientations mitgenommen habe. Das ist diese Hula-Kette, weil wir ja so hawaiianisches Motto hatten an einem Tag. Und hinter dem Spiegel ist mein Rucksack und Sporttasche und noch andere Taschen. Also die habe ich da alle hingepackt, weil ich wusste nicht wo. Dann neben meinem Spiegel habe ich einmal so ein ganz langes Regal. Also das geht hier einmal komplett rüber. Das ist halt unter den Fenstern, da sind die Fenster. Und ja, in dem Regal habe ich dann einfach irgendwie, hier sieht man es, irgendwelche Verpackungen hingestellt von irgendwelchem Make-up oder irgendwelche Schminke reingepackt, Haarbürsten, halt so ein bisschen Beauty-Zeugs, weil als ich angekommen bin, waren nur diese Bücher drin. Und ich finde das Regal ehrlich gesagt nicht schön, wenn es nicht voll ist, also es sieht echt nicht gut aus. Deshalb habe ich da einfach irgendwelche Tüten und Make-up reingepackt und einfach damit es voll wird, weil so viele Bücher werde ich in diesem Jahr nicht besitzen, dass ich diese ganzen Regalreihen voll bekommen kann.
In der Mitte habe ich dann hier einmal so eine Leuchtbox mit so einem Schrift drum. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Lightbox. Ich bin mir nicht sicher. Und die Deko war schon vorher da von meiner Gastfamilie. Da habe ich noch kein Foto reingepackt. Das ist eigentlich ein voll schöner Fotorahmen. Dann auf der linken Seite vom Regal habe ich auch angefangen, jetzt da so Typen reinzupacken. Ich habe es jetzt noch nicht ganz voll gemacht. Und hier oben sind einfach so zwei Kuscheltiere von meinen Eltern drin. Das habe ich mitgenommen und das haben sie mir geschickt. Und hier ist Kleingeld drin, amerikanisches Kleingeld, weil ich das nicht benutze. Und hier gibt es so coole Automaten, da kann ich das reinpacken und dann halt noch so ein Lilliput-Wörterbuch, das ist ganz süß. Dann hier so ganz in der Ecke liegen Karten und Bücher, die ich von meinen Freunden bekommen habe, von Vorgängerpärs und von meiner Familie zur Ankunft oder vor der Ausreise zur Abschiedsparty. Und wenn man dann auf das Regal guckt, steht hier noch eine Karte, die mir meine Eltern geschickt haben und ein Wecker, aber da sind die Batterien raus. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Und ich habe hier dann noch eine Karte von meinen Freundinnen und einmal über das ganze Regal rüber liegt eine Lichterkette. Und das ist von meinem Bruder und das ist von meinen Eltern zum Abschied. Ich habe das Licht jetzt mal angemacht, das sieht dann so aus. Also ich fand das relativ schön, also es sieht so ein bisschen weihnachtlich aus, aber naja, ich wusste nicht genau, was ich da alles draufpacken soll und das sah einfach übelst leer aus. Dann neben dem Regal ist einfach nur mein Nachtschrank, da unten ist so ein bisschen Kabelsalat, dann liegt da mein Portemonnaie drauf, mein Handy, die Fernbedienung, die ist für die Lichterkette über meinem Bett, dann habe ich hier einen Starbucks-Becher und das ist von meinen Großeltern zum Abschied gewesen und das ist von meinem Freund, das ist so ein Bild von uns beiden in so einem Glasstein und ja, dann habe ich hier noch die Lampe und die ist von Target, also ich hatte davor einen anderen Lampenschirm, der Ständer ist halt gleich geblieben, aber ich habe den Lampenschirm ausgetauscht, weil ich einfach nur einen weißen wollte. Auf der anderen Seite vom Bett habe ich hier so eine Kommode und da drauf ist ein M, das habe ich mir bei Target gekauft, das gibt es bei Target, dann ist hier so ein Einhorn, das war eigentlich mal so ein Lipgloss, aber das haben mein Hauskit und ich, also sie hat das in lila und ich habe es in pink. Und eine Kerze, die ist auch von meinen Gasteltern. Da drüber hängt einmal ein Kalender, den mir meine Eltern zum Abschied geschenkt haben. Das ist gerade September mit den Fotos von meinem Bruder und mir und das hat mir meine Cousine geschenkt. In dieser Kommode drin ist eigentlich nicht viel, also hier oben ist ja so Krimkrams drin, mein EOS, Haargummis, Handyhüllen. Und Geburtstagszeug und eine Amerika-Flagge. Hier drin ist meine Unterwäsche. Dann habe ich hier drin Hosen und T-Shirts und in der Mitte sind kurze Hosen und Röcke. Dann habe ich hier unten Sportsachen drin, Leggings und Tops. Links daneben ist dann mein Kleiderschrank und die Garderobe habe ich da oben rangehängt. Das ist so eine Hängergarderobe. Eigentlich macht man die über die Tür, aber das hat nicht funktioniert. Also habe ich sie an meinen Kleiderschrank gehängt. Die habe ich auch von Target im Übrigen. Und ja, da habe ich einfach ein paar Jacken dranhängen und ich mache den Kleiderschrank mal auf. So sieht der Kleiderschrank dann aus, wenn er auf ist. Da unten stehen einfach nur meine Koffer drin und ja, dann hängen da alle Klamotten drin. Da hängen Schals und Taschen noch und ja, da oben ist es ein bisschen messy, also da ist ein Fernseher, keine Ahnung. Also ich habe ihn noch nicht benutzt und benutze ihn noch nicht. Ich weiß nicht, warum der da drin steht. Dann ist da der alte Lampenschirm hinter, weil ich schmeiße ja die Sachen nicht weg, die meine Gastfamilie da ins Zimmer gestellt hat. Das ist einfach nur Bettwäsche und so ein Karton von meinen Softboxen. In der Mitte meines Zimmers steht dann natürlich mein Bett. Also das sieht dann so aus. Das ist übrigens auch alles von Target. Also Bettwäsche, Decke und die Kissen sind alle von Target. Dann habe ich hier eine Lichterkette mit Fotos. Ich kann da mal näher rangehen. Die blinkt gerade. Also es gibt so 8 verschiedene Funktionen. Deshalb habe ich auch die Fernbedienung da hinten drauf liegen gehabt. Und ja. Also die hatte die Wäscheklammern schon dran und die Lampen, das ist da alles so dran integriert gewesen, sage ich mal. Und das konnte man dann einfach anklippen. Also das war relativ cool. Jetzt stehe ich vor oder beziehungsweise neben meinem Badezimmer. Hier ist mein Badezimmer und das ist im selben Geschoss. Ich wohne hier im Keller. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wohne ich im Keller und ja, das ist einfach der Flur geradeaus. Und das ist mein eigenes Badezimmer. Also ich habe mein eigenes Zimmer und mein eigenes Badezimmer. Und das zeige ich euch jetzt auch. So, also das ist der erste Blick, wenn man ins Badezimmer geht. Also hier ist dann einfach so der unschöne Part, also ein Klo mit Mülleimer und ja. Das hat mir alles mein Vorgänger-Au-pair hier gelassen, also das nicht, aber den Rest. Ja, und das steht da einfach immer noch, aber ich finde das eigentlich auch ganz schön da, also ich lasse das da auch stehen. Über dem Klo ist dann
ein Schrank, ein Schränkchen und das benutze ich eigentlich auch. Das kann ich mal aufmachen. Oben sind einfach nur Handtücher drin und dann ist hier so Body Milk und Body Spray, Desinfektionszeug, Abschminktücher drin und auf der anderen Seite haben wir dann auch einfach nur noch so Kram, Nagellackentferner, Hygieneartikel, keine Ahnung, einfach so alles drin und oben sind halt die Handtücher. Dann haben wir hier einmal so einen dunkelgrauen Fußläufer, den habe ich auch von Target. Und das ist mein Waschbecken mit Zahnputzbecher. Die Muscheln habe ich in Seabrook gesammelt, als ich im Urlaub war mit meiner Gastfamilie. Dann hier einfach Ikea, ne? Dann habe ich da drüber einen Spiegel und daneben ist dann auch noch so ein Schränkchen, so ein kleines. Da habe ich auch so ein paar Sachen drin. Rasierklingen, Nagelscheren und Nagellack und für Haare was und eine Feile. Auf der anderen Seite habe ich dann auch noch eins. Ja, da habe ich einfach nur Trockenshampoo und so Peeling-Zeug drin, Seife und Zahnputzsachen und Pflaster. Und an meiner Tür hängen habe ich meine Kosmetiktasche. Und ja, da habe ich eigentlich nur die Sachen drin, die ich immer mit in Urlaub nehme. Aber da ich gerade im Urlaub war, hängt die da immer noch. Und dahinter hängt dann einfach ein Handtuch zum Hände abtrocknen. Hier habe ich dann meine beiden Duschhandtücher hängen. Und das benutze ich immer für die Haare. Das habe ich gerade da zum Trocknen hingehängt. Und ja, dann habe ich hier einfach eine ganz normale Dusche mit ganz viel Duschzeug und so Seife und ja. So ihr Lieben, das war mein Reich hier in Amerika und ich hoffe, ihr habt so einen einigermaßen guten Eindruck davon bekommen, weil das Video war sehr oft angefragt von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Jetzt werden wieder bestimmt regelmäßiger Videos kommen und falls ihr keins verpassen wollt, gibt es so eine kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, also wenn ihr mich abonniert habt, daneben. Die könnt ihr aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.